Willington und Furthermore und die Kerze im Fenster. London im Herbst, 1880. Ein neuer Tag bricht an und die ersten Sonnenstrahlen fallen durch die halb zugezogenen Fenster in die Crawford Street 126. Auf dem Tisch in der Küche steht eine Kanne, aus der es einladend dampft. Remus Furthermore kommt mit zerzausten grauen Haaren in die Küche geschlurft und nickt George Willington zu. Ah, guten Morgen, Mr. Furthermore. Ah, gut siehst du wieder aus. Wie schaffst du es eigentlich, morgens immer so gut auszusehen? Ich sehe immer völlig zerzaust aus. Naja, ich lass mich ablenken. Wir brauchen heute einen guten Plan. Immerhin haben wir sehr viel vor. Ich gehe davon aus, dass du herausfinden willst, wer Daniel Black ist. Richtig? Das wäre mein Ziel für heute. Ja, ich würde mich ins Archiv begeben und mal ein bisschen Nachforschung anstellen, wer hier in letzter Zeit promoviert hat. Da wird sich ja wohl irgendwo ein Dr. Daniel Black finden lassen müssen. Sei denn, es ist kein Londoner Doktor. Aber dann sollten wir möglicherweise immer noch was über die Royal Society rausbekommen. Was mache ich denn heute eigentlich? Ich dachte, euer Ziel war es, nach den Begebenheiten mit Kerzen im Fenster nachzuforschen. Das scheint mir ein doch etwas weit gestecktes Ziel zu sein. Zweifelsohne wird diese Kerze noch von größter Wichtigkeit sein. Doch jetzt erstmal sollte ich herausfinden, wer diesen Brief geschrieben hat. Diesen gefälschten Brief von James Whitfield. Aber Mr. Furthermore, da sehe ich doch einige Probleme. Wir können schlecht jede Person in London fragen, ob sie nicht irgendeine Zeile für uns schreiben möchten und damit wir das mit diesem Brief abgleichen können. Wo sollen wir denn anfangen? Ja, wohl wahr. Ganz London müssten wir nicht befragen. Immerhin wissen wir, dass dieser Brief aus dem Hospital kommen muss. Das schränkt das Ganze zwar ein bisschen ein, dürfte es allerdings trotzdem fast unmöglich machen. Und Mr. Furthermore, was haltet ihr davon? Wir werden gemeinsam ins Sanatorium gehen. Wenn wir dort fertig sind, trennen sich unsere Wege. Ich werde versuchen, das Archiv zu durchstöbern, einen Dr. Black zu finden und ihr geht weiter ins Landhaus. Tun wir das. Es ist unglaublich still heute Morgen, fällt mir gerade übrigens auf. Das gefällt mir. Was macht Mrs. eigentlich heute? Miss? Die habe ich heute Morgen zuletzt gesehen, als sie uns den Kaffee aufgebrüht hat. Hä, okay. Auf jeden Fall genieße ich die Stille am Morgen. Es war lange nicht mehr so ruhig. Das stimmt. Aber wir müssen los. Also pack deine Zeitung zusammen. Los geht's. Na gut. Und jetzt werden wir losgehen. Das ist Rührei. Das Rührei muss ich noch essen. Sehr gut, dann kann ich noch meinen Kaffee genießen. Ah. Ja, die Herren. Hallo. Darf es denn noch etwas sein? Ja, ich habe noch keinen Kaffee aufgebrüht heute. Was trinke ich dann gerade? Dann habe ich doch schon Kaffee aufgebrüht. Soll ich noch mehr Kaffee aufbrühen? Nein. Das Rührei übrigens ist vorzüglich. Mrs., alles super. Sie können sich heute dann, wenn Sie Mr. Willingtons Zimmer fertig geputzt haben, wieder freinehmen. Ja, das dauert immer sehr, sehr lange. Aber ich werde schauen, wenn ich vor der normalen Arbeitszeit frei fertig bin, dann mache ich frei. Einen schönen Tag wünsche ich dann noch. Ja, Ihnen auch, ja. Bist du soweit? Ja, Sekunde, den Mantel doch einmal strecken. Und ich bin bereit für den Tag. Lasst uns losgehen. Ja, vergesst den Regenschirm nicht. Da sollten wir doch vielleicht möglicherweise in meiner Bibliothek auch nochmal nachschauen. Nachher, ob wir einen Mr. Black finden. Ich denke nicht, dass ich so einen merkwürdig modern klingenden Autoren habe. Nichtsdestotrotz, wir sollten nachschauen. Es schmerzt mich sehr, dieses Rührei hier zu Hause zu lassen, denn dieses Rührei ist großartig. Mr. Furthermore? Ja? Die Zeit drängt. Wir haben heute viel zu tun. Ja. Sofort. Der Regenschirm. Ja, ich hab nur zwei Hände und einer ist Rührei und der andere ist Rührei. Schon gut, ich werde ihn selbst nehmen. Danke. Jetzt aber los. Nach einer Kutschfahrt von nicht mehr als 10 Minuten stehen die beiden Detektive in einer schattigen Seitengasse des Sanatoriums. Gegenüber säumen zwei grüne Gaslampen den nicht gerade einladenden Eingang des Hospitals. Durch die mittig eingelassene Glasscheibe in der ansonsten dunkel getäfelten Tür ist eine an einem Schreibtisch sitzende Frau zu sehen. Mr. Furthermore, ich stelle immer wieder fest, wie viel so ein kleiner Penny doch ausrichten kann.
Das ist jetzt schon das dritte Mal, nein, das vierte Mal, dass ihr diesem Kutscher Geld gegeben habt und mit jeder Fahrt wird es angenehmer. Ich werde mal vorsichtig anklopfen. Ja, bitte? Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Remus Furthermore und das ist... George Willington. Guten Morgen, die Dame. Wir haben eine Frage. Ehrlich gesagt, suchen wir einfach nur einen James Whitfield. Kommen Sie doch kurz rein, setzen Sie sich. Ich schaue in der Kartei nach. Ich nehme an, dass Sie von der Hauptstelle des Krankenhauses hierher geschickt wurden. Sie möchten jemanden besuchen, richtig? Ja. Ja, ich schaue einmal kurz. Beide nehmen auf den einfachen Holzstühlen, die im Flur stehen, Platz, während die junge Frau in ihr Büro eilt und ein großes ledernes Buch aufschlägt. Während Furthermore gelangweilt die verputzten Wände anstarrt, konzentriert sich Willington ganz auf die Empfangsdame. Ihm fällt schnell auf, dass diese nach dem Durchschauen von 4 Seiten auf einmal innehält und sich verstohlen umschaut. Dann blättert sie schnell weiter, schließt das Buch und kommt in den Flur zurück. Leider konnte ich keinen James Whitfield in unseren Unterlagen finden. Ja, aber möglicherweise irgendwer, der so ähnlich klingt. Irgendwas in die Richtung Whitefield, White Path, White Way? Ja, mit selber ausgedachten Namen kennen wir uns hier eigentlich aus. Oder könnten wir vielleicht selber einen Blick in das Buch werfen? Vielleicht fällt uns ja noch irgendein Name auf. Das Problem ist, also wir versuchen Verschwiegenheit hier zu erreichen, weil viele von unseren Patienten auch wichtige Positionen in der Gesellschaft einnehmen und diese müssen geschützt werden. Wir können nicht einfach jeder Person, die hier hereinkommt, Einblick in unsere Patientenakten geben. Nun möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, dass ich nicht irgendeine Person bin, sondern ich bin immerhin ein Doktor der Biologie. Könnte sich da nicht irgendetwas machen lassen? Wir würden logischerweise auch diese großartige Einrichtung großzügig entlohnen, wenn erstmal die Polizei... Ich fürchte, auch die Polizei wird hier an diesem Ort nichts finden, was auf das Verbleiben von Whitfield schließen lassen könnte. Gibt es denn noch einen anderen Ort, an dem wir nachfragen... Mr. Furthermore... Ich denke, an dieser Stelle werden wir nicht weiterkommen. Lasst es uns doch woanders versuchen. Einen schönen Tag noch, die Dame. Einen schönen Tag noch. So, noch die Tür zumachen. Mr. Furthermore, ist euch aufgefallen, dass diese Dame äußerst unsicher gewirkt hat? Nein, nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass sie ganz die Wahrheit sagt. Wir müssen unbedingt in dieses Buch reingucken. Die Frage ist, ob vielleicht nachts der Schalter vorne nicht besetzt ist, dass wir mit euren Künsten... Ja, natürlich nicht auf offener Straße. Wir sollten auf jeden Fall in das Buch nochmal reinschauen. Allerdings, ganz ehrlich, gehen wir davon aus, dass die Empfangsdame uns einfach angelogen hat und alles korrekt in den Büchern steht? Oder gehen wir davon aus, dass sie angestiftet wurde? Eher nicht. Die Frage ist doch eher, ob die Bücher nicht vielleicht gefälscht sind. Kennen wir eigentlich den Namen des Leiters des Sanatoriums? Ich glaube nicht. Hier draußen auf dem Eingangsschild steht auch nicht der Leiter drauf. Dann ist das auf jeden Fall noch etwas, was ich herausfinden will. Ich werde es vielleicht nachher herausfinden, wenn ich sowieso in die Archive gehe. Darum werde ich mich kümmern, keine Sorge. Du nimmst mir ja alle Arbeiten weg. Da bleibt ja nichts mehr für mich übrig. Außer das Landhaus. Ihr beiden, ihr sucht doch etwas. Das kann ich sehen. Ohne dass es Willington und Furthermore bemerkt hätten, ist ein dunkel gekleideter Mann an sie herangetreten. Sein Gesicht liegt unter einem breiten schwarzen Hut verborgen. Seine Kleidung ist unordentlich, an einigen Stellen fleckig und seine Stimme unangenehm schneidend. Er streckt ihnen lange, dünne Finger entgegen. Guter Herr, es gab mal eine Zeit, wo sich Leute zuerst vorgestellt haben. Und zwar mit Zunamen und mit Vornamen. Nun, wer sind Sie? Jemand, der sich freut, dass diese Zeiten vorbei sind. Ich hätte für ein paar Münzen vielleicht etwas gesehen. Für ein paar Münzen? George, ich befürchte, ich habe meine Brieftasche nicht dabei. Es ist ja schon gut. Wartet. Ja, hier, nehmt die Münzen. Nun? Der Mann, der diese Unterkunft führt, nennt sich Dr. John. Vor 4 Tagen wurde die letzte Person geliefert durch den Kellereingang. Habt ihr sie gesehen? Wie sah sie aus? Man hatte eine Decke über sie geworfen.
aber sie kam aus einer schwarzen Kutsche. Eine Decke? Er meint wie ein Leichentuch. Jetzt spann uns nicht auf die Folter, raus damit. Nein, diese Person war nicht tot. Sie ist selber gelaufen. Verkleidet? Verkleidet? Nein, gefesselt war sie mit einer strammen Leine. An der wurde sie geführt. Ihr meint wie eine Entführung? Na. Solche schlimmen Worte. Sagen wir unfreiwilliger Ausflug. Wie sah denn die Kutsche aus? Schwarz, mit goldumrandeten Türen. Halt so etwas schick. Aber jetzt verzeiht ihr edlen Herren, die Geschäfte rufen. Einen schönen Abend noch. Der Name, Sir, wie heißen Sie, Sir? Sir, weg ist er. Äußerst mysteriös, was sich hier zuträgt. Goldene Ränder. Wisst ihr, woran mich das erinnert? An unsere alten gemeinsamen Universitätstage. Die Kutschen, die Türen. Ja, sie hatten goldene Ränder. Ja, stimmt. Ich erinnere mich daran, weil Pinky immer die Angewohnheit hatte, mit seinem kleinen Taschenmesser das Gold von den Türen abzuritzen und es dann zu verhökern. Als Stimulanzmittel. Wie um alles in der Welt sollte die Universität damit drin hängen. Ach, wer weiß, was die Medizin sich da wieder ausgedacht hat. Das war doch gerade kein Zufall. Ich glaube nicht, dass das Zufall war. Wir stehen hier herum und irgendeine zwielichtige Person. Hast du sein Gesicht erkennen können? Nein, konnte ich nicht. Und wir geben ihm auch noch Geld. Was ist hier nur los? Oh. Was ich nun machen werde, ja, ich fahre zum Landhaus definitiv und danach werde ich mich zur Universität begeben und nachschauen, wer dort momentan Dekan ist und dann mich mal ganz genau umhören, was da so Leute von den Dächern zwitschern. Willington, ich würde sagen, kurz auf die Uhr schauen, ich würde sagen, wir treffen uns in genau 3 Stunden wieder zu Hause. So wird es gemacht. Auf zum Archiv. Wer nimmt die Kutsche? Ich würde sagen, das Archiv ist sehr viel weiter weg als die Universität. Ja. Ich laufe. Einen schönen Nachmittag. Nach diesem anstrengenden Nachmittag voller Fußmärsche, Befragungen und hunderten von durchgeblätterten Seiten treffen sich die beiden Detektive erschöpft und missmutig in ihrem Haus in der Crawford Street 126. Als kleine Belohnung hat Mrs. ein paar Plätzchen stehen lassen. Vielleicht hatte sie diese allerdings auch einfach nur vergessen. Nichts! Dieser Dr. Black existiert nicht. In keinem Register. Kein Wort, kein Name, nirgendwo. Niemand kennt diesen Mann. Es ist wächst. Ich habe auch nichts. Außer diesem Schreiben. Auf dem allerdings auch nur steht, dass ich James Whitfield ganz offiziell nicht im Landhaus des Hospitals aufhält. In der Universität habe ich auch nichts gefunden. Ein Daniel Black gibt es da jedenfalls nicht. Und James Whitfield war das letzte Mal vor einer Woche in der Universität und hat dort eigentlich nur in der Bibliothek gesessen, aber nichts ausgeliehen. Das Einzige, was ich rausfinden konnte, ist, dass er sich wohl etwas kränklich gefühlt hat. Oh, und der Chefarzt des Landhauses ist ein, ich habe es hier aufgeschrieben, Dr. John. Na gut, das ist auch das Einzige, was ich gefunden habe. Ich habe mich nochmal umgesehen, wer denn das Sanatorium leitet. Und da bin ich auch auf den Namen Dr. Ronald John gestoßen. Also haben wir offensichtlich einen Arzt, der sich um beide Institutionen kümmert. Habe ich Schriften von dem? Ich warte ganz kurz. Ich wollte ja nochmal unten rausschauen. Ach Mensch, das habe ich ja völlig vergessen. Richtig, ich wollte ja unten in meiner eigenen Bibliothek nochmal nachschauen, ob ich irgendwas habe. Ich bin gleich wieder da. Soll ich dir irgendwas mitbringen auf dem Rückweg? Nein, danke. Ich werde mich um den Tee kümmern, bevor er ganz kalt ist. Ja, du kannst ihn ja einfach über die Feuerstelle hängen. Immerhin hast du das Feuer ja angemacht. Ich bin gleich wieder da. Da, Dr. John. Die Psychologie des einfachen Mannes. Was für ein Titel. Mal gucken, ob irgendwas drin steht. Was ist da? Mit Signierung. George! George! Hier, schau dir das an. Die Psychologie des einfachen Mannes. Und jetzt der Name. Dr. John. Ja.
Und jetzt schauen wir hier rein. Pass mal auf. Zweite Seite. Siehst du es? Oh, das ist... Warte, lass mich kurz den Brief... Ja. Ja, seine Handschrift. Ja, eindeutig. Guck hier, das G, das L, das F, der Schlenker, das ist eindeutig dieselbe Schrift. Großartig. Und der Tee ist auch wieder warm. Dr. John hat also den Brief von James Whitfield gefälscht. Ja, der Brief. Dann sollten wir schleunigst herausfinden, wo Dr. John herkommt und was er so tut und was er die letzten Jahre getan hat und was er alles veröffentlicht hat und wo er überall war und wo er als nächstes sein wird. Du solltest auch nochmal genau nachschauen, was du über diesen Dr. John so rausfinden kannst. Das heißt nochmal ins Archiv für mich. Schnellen Schrittes eilt Willington aus dem Haus, die Straße runter und dann nach rechts in die Baker Street. Vorbei an der verhassten Konkurrenz und dem mittelmäßigen Bäcker mit lauwarmen Brötchen. Über die Upper George Street und schlussendlich auf dem Portman Square zu, der, die letzten Sonnenstrahlen waren gerade hinter den Hausfassaden der Upper Berkeley Street verschwunden, nun leer vor ihm lag. Genau gegenüber, zwischen zwei kleineren Einfamilienhäusern eingezwängt, steht das alte Stadtteilarchiv mit seinen hohen gotischen Fenstern und der grauen Steinmauer, die sich altersschwach leicht nach vorne beugt. Er stößt die Tür auf, nickt Frau Buttelay zu, der Bibliothekarin, und verschwindet zwischen den endlosen Regalreihen. Kurz darauf taucht er wieder auf, schüttelt den Staub von seinem Hut, klopft auf den hölzernen Tresen des Archivs und eilt durch die anbrechende Nacht heimwärts. Und? Was hat denn die Recherche so ergeben? Na, die Recherche hat nicht viel ergeben. Er wohnt in Westminster, in der Silver Street. Er ist wohl verheiratet und hat Kinder. Das ist eine vornehme Adresse, oder? Ja, in einem durchaus besseren Viertel. Ich habe herausgefunden, dass der gute Dr. Ronald John des Häufigeren vom Gentleman's Club ausgezeichnet wurde. Für Dienste für das Gemeinwesen, was auch immer das heißen mag. Wir haben es also hier mit einem wirklich hochrangigen Mitglied unserer Gesellschaft zu tun. Viel ist es allerdings nicht. Das heißt, viel über den Werdegang habe ich nicht herausgefunden. Eine Sache habe ich allerdings gefunden. Und zwar ein Buch. Ich weiß nur nicht so richtig, was ich davon halten soll. Hier, schau mal. Mit der Kraft der Überzeugung. In diesem Buch geht es darum, wie es wohl möglich sei, Menschen davon zu überzeugen, dass sie Tiere sind. Nur mit Hilfe von psychologischen Tricks. Aha. Das ist ein sehr spezielles Forschungsgebiet. Ja, und möglicherweise mit unserem Mysterium verwandt. Wir fanden immerhin Kratzspuren und Zeichen von animalischem Verhalten. Hätte sich ein riesiger Hund in dieser Wohnung ausgetobt, dann hätte die Wohnung ganz anders ausgesehen. Ihr denkt also, dass unser Freund James Whitfield womöglich Opfer eines Verbrechens wurde? Nun, ich denke, wir haben nicht mehr die Möglichkeit, irgendetwas anderes anzunehmen. Ich denke übrigens auch, dass wir Mrs. Whitfield von dem Ganzen erstmal nichts sagen sollten. Ja, am besten wäre es wohl tatsächlich, Frau Whitfield nicht mit unnötigem Ballast zu behelligen. Willington, wenn du vergessen hast, was heute ist. Heute ist Freitag und vor allem ist es momentan sehr dunkel draußen. Und weißt du, was sehr gut sich im Dunkeln machen lässt? Munkeln und in Bücher reinschauen, in die wir nicht reinschauen sollen, scheinbar. Ich schlage also vor, wir sollten inkognito diesmal zum Sanatorium zurückfahren und dort einen Blick in das Buch hineinwerfen. Ach, dann werde ich mich schnell umziehen und dann können wir auch schon los. Ja, setz doch diesen merkwürdigen Anglerhut auf, den du neulich gekauft hast. Merkwürdig? Im Guten merkwürdig. Gut merkwürdig. Das ist etwas, was die jungen Menschen heute sagen. Ihr seht immer fabelhaft aus. Vor allem der neue Bart. Der sieht sehr gut aus. Tut er. Deswegen habe ich den Anglerhut gekauft, ja. Untermalt ihn ganz fantastisch. Gut, dann soll es der Anglerhut sein. Ja, sehr gut. Wenn wir übrigens inkognito reisen wollen, dann müssen wir wohl leider laufen. Wir können da ja schlecht mit Kutsche vorfahren. Ach, zum Glück habe ich meinen Gehstock. Und ich meinen Regenschirm. So. Oh, vergiss nicht abzuschließen. Oh ja, eine Sekunde. So. Und los geht's.
Schwere Regentropfen fallen auf die dreckigen Straßen Londons, während Willington und Furthermore keine 100 Meter vom Sanatorium entfernt in einem Hauseingang stehen und in der Ferne die beiden Laternen vor dessen Eingang schimmern sehen. Die Straßen sind wie leergefegt. George, kannst du irgendwie da hinten erkennen? Absolut gar nichts. Aber wer sollte auch bei diesem Wetter rausgehen wollen? Ah, dieser Regen ist... Oh. Aber ich, zumindest sehe ich momentan kein Licht. Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung für unser Vorhaben. Na dann los, warum zögern wir? Ich dachte, ich hätte Schritte gehört. Na dann los. Komm noch mal her mit der Laterne, ich sehe ja nichts. Warte, ja. Ja, jetzt gib mir den Schirm, dann hast du beide Hände frei. Sie ist offen. Wir können rein. Komm rein, schnell, 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 schnell. Ja, komm, warte, der Regenschirm. Okay, bin drin. Wieder zu. Oh, kein Regen mehr. Okay, siehst du irgendwas? Nicht wirklich. Da sind einige Stühle und ein Tresen. Hättest du das nicht früher sagen können? Oh, das wird definitiv einen blauen Fleck geben. Angespannt halten Willington und Furthermore ihre Atem an. Doch es regt sich nichts in den Tiefen des Sanatoriums. Langsam und nun vorsichtiger tasten sie sich zu dem Büro vor, vor dem sie noch am Nachmittag gesessen hatten. Durch die verglasten Fenster fällt ein wenig Mondlicht, das sich zwischen den Regenwolken hindurch gekämpft hatte. So können sie einige Schemen erkennen. Dort, auf dem einfachen Holztisch, liegt es. Das schwere, lederne Buch. Ich halte euch die Laterne. Jetzt guckt in das Buch rein. Das ist doch ja deine Aufgabe. Gib mir mal die Laterne. Danke. Ich halte das Licht hier, bitteschön. Ein wenig Staub wirbelt vom Buchrücken auf, als George Willington es vorsichtig öffnet. Die Seiten sind schwer und allesamt mit einer filigranen schwarzen Schrift überzogen. In langen Reihen stehen hier Namen und Daten, Bettnummern und in kleinen, akkurat gezogenen Kreisen jeweils rechts von jedem Patienten Buchstaben. Kurz blättert er zurück und findet, was er sucht, auf der ersten Seite. A steht für gewöhnlichen, B für außergewöhnlichen Pflegebedarf, C hingegen für kurz vor der Entlassung stehende Besucher des Hospitals. Eine sich endlos langziehende Minute sucht er im Buch. Dann hält er inne. Auf den letzten Seiten fällt sein Blick auf eine kleine Tabelle. Zwei Namen sind hier aufgeführt. Elizabeth Stone und James Whitfield. Daneben stehen nur zwei Worte. Besonderer Pflegefall. Doch noch bevor Willington Remus darauf aufmerksam machen kann, zuckt er zusammen. Er hört, wie eine Tür geöffnet wird und eine allzu bekannte Stimme durch den Flur hallt. Ja, Herr Doktor. Heute ist nichts großartig weiter passiert, außer, es waren vorhin zwei Herren hier. Sie wirkten sehr durch den Wind und haben nach James gefragt. Ich habe sie abwimmeln können und sie sind nicht mehr wiedergekommen. Das ist möglicherweise problematisch. Behalte das weiter im Auge, aber gut, dass du sie hast abwimmeln können. Ich habe von einem unserer Informanten offen erfahren, dass die Wohnung von James von irgendjemandem durchsucht wurde. Vielleicht waren das auch die. Mach dich erstmal auf den Weg nach Hause. Wir können morgen weiterreden. Ist gut. Ich habe die Lampe ausgemacht. Warte, ich schau mal nach, ob der Flur leer ist. Ja, aber seien Sie vorsichtig. Und, ist da jemand? Ich sehe niemanden. Ich glaube, wir können raus. Ja, warte, ich leg noch schnell das Buch zurück. Und jetzt raus hier. Pass auf den Stuhl auf. Oh ja. Warte. Ich schließ doch schnell die Tür mit dem Dietrich ab. Aha, sie kommt schon aus ihrem Büro. Den Flur runter. Jetzt los. Ja. Halt's mir nicht. So, ich muss nur hier. Ich hab's. Los. So schnell ihre Füße sie über die rutschigen Straßen tragen können, rennen die beiden durch den Regen. Erst als die Laternen des Sanatoriums nicht mehr zu sehen sind, bleiben sie keuchend stehen. Das wird so weit genug sein. Gut. Das ist außerordentlich. Dieser Halunken. Unerhört. Unerhört ist das. Ein besonderer Fall. Ein besonderer Pflegefall. Aber ich sage dir, wir müssen auf jeden Fall in das Buch von Dr. Ronald John schauen.
Da wird irgendwas Interessantes drinstehen. Ja, aber jetzt müssen wir erstmal nach Hause. Einen Tee trinken, Mr. Furthermore, und das Ganze sacken lassen. Hallo YouTube, ich bin Bini und das war sie, Episode 2 von Willington und Furthermore. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr wieder was spenden. Unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link dazu. Ist natürlich auf jeden Fall willkommen. Wenn ihr noch nicht genau wisst, was Willington und Furthermore eigentlich genau ist, dann könnt ihr auf dieses Video draufklicken. Wenn ihr es schon wisst, aber die erste Folge noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr auf dieses Video klicken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, tschüss. Als Stimulanzmittel.